Ja, wunderbar. Und so, jetzt klappt das auch wieder. So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight. Das müsste jetzt Part Nummer 20 sein. So, lass mich das alles nochmal ein bisschen umstellen. Ich habe meinen Schreibtisch nochmal ein bisschen aufgeräumt, um ein bisschen Platz zu schaffen und so weiter und so fort. Das klappt auch alles soweit ganz gut. Und das Problem ist nur, dass ich mich ein bisschen umeinrichten muss. Ist aber alles kein Problem. So, Part Nummer 20. Ich bin gar nicht so sicher, was ich jetzt machen will in dem Spiel. Also ich habe schon Lust auf das Spiel. Ich weiß auch, was ich machen will. Die Frage ist, möchte ich vielleicht doch eins von diesen Kartenschriftrollen machen? Warum eigentlich nicht? So, Palastaußenzone. Das wird jetzt doch interessant. So, jetzt muss ich mal ganz kurz das Mikrofon rumdrehen. So, das sollte doch wesentlich besser passen. So, ja, wunderbar, super. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil auf meinem Schreibtisch passt dieser blöde Gelenkarm, den ich mir gekauft habe, passt nicht. Dementsprechend. Es ist alles ein bisschen blöd. Daher muss das alles noch ein bisschen hinzu gemacht werden. Ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Von daher. Jo, ich brauche dringend mal ein etwas anderes Stativ für mein Mikrofon. So, ich bin mal gespannt, in was für einer wo wir uns hier bewegen. So ein bisschen Gold ist kein Problem. So. Wunderbar. Ich bleibe einfach mal bei dem bei diesem ich habe wenig Gesundheit. Nein, Gesundheit! Gesundheit! Weg! Oh, das war knapp. Alter. Beschwört versklavte Blitzangriffe und okay, ich muss sagen, hier muss ich echt aufpassen. Ich wäre ja jetzt schon fast verreckt. Aber das gab ordentlich. Jo, Ruhm. Ruhmstufe 15 ist immer ganz gut. Ich würde gerne gucken, dass mein Nachtara nicht ganz so extrem stark ist. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen achten. Jo. Alter Schwede, hier geht's ab. Hier geht's echt super ab. Ich bin leicht beeindruckt. Ich glaube, hier kriege ich auch richtig, kann ich nicht tun. Richtig gute Sachen. Oh, jeden Giftschaden und Feuerschaden. Ah,
2%. Nee, das kommt rüber. Die können auch erstmal rüber. Lederhaube, nein. 200. Also, Inventar aufgeräumt. So, episches Lederzeug. Das ist nicht möglich. 18 Rüstung. Erfordert Stufe 27 und Stärke, okay. Das kann ich nicht tun. Okay, dann kann das weg. Jo. Ich gehe hier ganz langsam vor. Das war eigentlich nicht so gedacht. Hallo, wie wäre es, wenn ihr mal auf meine Skelette und meine Zombies geht? Danke. Das ist ja grausam. Nein, ich habe nicht genug Mana. Was? Seit wann das denn? Okay. Oh, die Skelette sind super. Super Heiltrank. Okay, okay, okay. Und da sind Truhe. Automatisch. Ah, das kann ich also hier manuell einschalten. Aber warum eigentlich nicht? Dann weiß ich wenigstens, wo was zu finden ist. So. Doch eine Menge Mana. Die Frage ist nur, welcher Statuswert gibt mir diesen Mana? Was sagt eigentlich mein Okay? Okay, beim Stufenaufstieg mache ich das weiter. Und beim Dingsbumsaufstieg mache ich das. Okay. So, Zombies. Ich könnte eigentlich schade, dass man die dass die unkontrollierbar sind. Ich habe nämlich kein Problem damit, wenn die nämlich ein bisschen weiter runter gehen. Doch mal, vielleicht sehe ich auch hier noch einen Zielschuss ein. Ist aber außerhalb meiner Reichweite. Epischer Lederhelm, was haben wir denn hier? Stufe 28, Stärke 13. Hat einen Sockel. Aber sonst nichts. Ich bleib doch bei dem explodierenden Dingsbums. Der ist gegen große. Der ist einfach gegen, große Monstern. Horden besser. Okay, den mache ich jetzt ein bisschen langsam. Ist gut, dass er sich um meine Viecher kümmert.
So, das gab ordentlich Ruhm. Ich glaube, hier kann ich richtig Ruhm abkassieren. Aber auf der anderen Seite auch dementsprechend die gleiche... XP. Boah, die Drachen sind hart. Ich hab noch... Ich will hier wiederbelebt werden. Kannst du mal aufhören, mal nach Tara anzugreifen? Ich glaube, es geht los. Du oller Lümmel. Übungsbogen, der hört sich irgendwie falsch an. Einfach mal mit dem zielsuchenden Schuss. Der wird schon wissen, wo er landet. Der wird schon wissen, wo er landet. Okay, hier gibt es noch eine Brücke. So, warte mal. Ja, die sind immer noch schlechter. Ja gut, mal gucken. Ich glaube, der hatte keine Lust mehr. Ich bleib bei dem Explosionsschuss. Okay, ich glaube, so ein Trank ist wesentlich schneller. Was ist denn hier los? Hier gibt es ganz viele Kristalle. Die Frage ist, was ist das? Ich dachte, das wäre was Besonderes, aber ich glaube, das ist was Besonderes. So, das kriegen wir hin. Mana ist kein Problem. So, ich bin echt mal gespannt. Palast Außenzone. Hoffentlich muss ich nicht noch in die Innenzone rein. Da kommt bestimmt irgendwas. Damage, das ist okay. Jawohl. So muss das sein. So, wunderbar. Epischer Speer, ganz viel Gedöns. Hier gibt es ja noch einen Schrein der Heilung, ne? Nein. Okay.
Mhm. Und das wollte ich beim Stufenanstieg machen, obwohl es eigentlich egal ist. Weil ich glaube, ich habe gleich Ruhm und dann ist das andere auch gemaxt, dann ist das relativ Wumpe. Das war gemein. Das war eine richtig gemeine Sache. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. Ich habe eigentlich gehofft, dass die vorher kommen, bevor ich den Dingsbums mache. Aber na gut. Flächenschaden ist ja mein Vorname. Elaine. AOE Damage, Bitch. Krieg mir hin. Mit dem Explosionsschuss an unserer Seite und den Zombies und so ein Kram. Sollte das gehen. Ich habe wenig Mana. Der Blutschüler hat mir also die ganze Zeit die Tour vermasselt. Das hat ganz schön weh getan. Da habe ich meinen Gesundheitsbalken nur noch begrenzt gesehen. So, erstmal meine Volksschaft geheilt. Wunderbar, super, freue ich mich. Das freut mich, das freut mich. So, das ist so ein bisschen verwirrend, weil ich denke immer, das ist so ein Dingsbums. Ja. Ja, wunderbar. Der Pfeilregen ist super. Vor allem, wenn du halt in höheren Ebenen oder so schon mal... was machen willst. Wunderbar, dann nehme ich erstmal alles mit. Dann gucke ich gleich mal mein Inventar an, ob da noch irgendwas rumfliegt. Und dann können wir mal... Jawohl, schöner Crit. Alter, immer auf die Tiere, immer auf mein Nachtara. So, jetzt mal alles mitgenommen. Bisschen Explosionsschuss, wunderbar, wunderbar. Toll, super, freue ich mich. So, jetzt muss ich mal mein Inventar ein bisschen überlegen. Das kann weg. Vorratstärke 12. Super. Da habe ich schon mal ein bisschen besser. Stärke 11. Nein. Nein. Weg, weg. Weg. Episches Beil. Mein Inventar ist voll. Oh, gut, dann Ihr Begleiter hat muss sie nach Tara mal los. Sie ist 2 Minuten jetzt unterwegs, okay. Die Frage ist, wo will ich jetzt lang? Ich glaube, das hat sich erledigt.
Jetzt habe ich irgendwas Blaues bekommen. Oh. Ah, das ist schwerer Plattenhalsberg, hart. Selten. Brustrüstung ist aber für Magier. Und ich habe 10 Stärke und 17 Magie. Schade. 12 Bonus auf Verteidigung, 1% Gold plus 12 Rüstung, das ist eigentlich ziemlich gut. Braucht Level 28, das kriege ich auch mittlerweile hin. 25 Magie. Das ist jetzt die Frage, ob sich das lohnt, da jetzt deswegen auf Magie zu gehen. Zu sagen, dass ich halt mindestens von allem so 20, 25 haben sollte. Oder ob ich wirklich auf Geschick bleibe. Richtig teuer hier. Ich habe wenig Mana. Okay, das hat ordentlich wehgetan. Stärke 24. Drachentöter Brustplatte. Puh, die ist sehr selten. Ich bin überlastet. Ich hab doch meinen. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Oh, die ist super. Hoffentlich finde ich sowas auch mit Geschick. 24 Stärke ist eigentlich eine Sache, die sollte ich. Ich denke, ich werde es machen. Ich werde mal versuchen, ein bisschen auf Stärke zu gehen. Ich habe nicht genug Mana. So. Einzelne Gegner kann ich eigentlich ohne Skills oder so rum angraben. Einfach aus dem Grund her. Da kann ich halt gut Mana klauen. Alter, was geht denn hier ab? Diese kleinen Skelette nerven. Alter Schwede, muss man schon sagen. Das ist nicht von schlechten Eltern. Ist mein Nachthara jetzt weg, weil ich... Ah, ich bin gestorben. Ihr und dann Begleiter kommt die zurück. Hat sich auf den Weg gemacht. Ohne, dass ich die Sachen zu verkaufe. Ich verstehe. Okay, das macht also die Sache verständlich. Schon mal, was mich so halbwegs erwartet. Wunderbar, dann zieh schon mal Ruhe im Karton. Hier nervt sonst keiner. Ansonsten, ja, das kann hier unten. Ich brauche dringend Stärke. Ein bisschen Stärke würde ich machen. So 25, so dass ich das Ding hier tragen kann. 24. Und dann sollte das gehen.
habe nicht genug Mana. Ich habe zwar keine Ahnung, gegen was die da kämpfen, aber es soll mir recht sein. Solange es nicht ich bin, kann ich es wieder beschwören. Und dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt ordentlich Ruhm, aber ich habe viel zu viel Ruhm verloren, um ehrlich zu sein. Ihr Begleiter ist zurück. Ah, 2000 Gold, das ist nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen. Okay. So, jetzt will ich mal was schauen. Okay, das kriegt die Nachtara. Das, das, das. Das da. Das nicht. Das auch. Das kann sie kriegen. Das kann sie kriegen. Erhöht den Giftschaden um 9%. Das kann sie kriegen. 249. 240. Plus 19 Schaden. Körperlicher Schaden 30 bis 60. Körperlicher Schaden 79 bis 158. Die sind eigentlich alle ganz gut. Da will ich die Dinger zurückkriegen. Da will ich Stärke draufhauen und gucken, ob ich das irgendwann brauche. Bei der bin ich mir echt nicht sicher. Bei 249 hat 60 Schaden weniger. Dafür hat die aber ziemlich viele Verzauberungen. Ich brauche echt Leones Set, um die Pistole vollständig auszukosten. Treppe nach unten, na wunderbar. Das kann ja was werden. Puh, wir sind auch schon mal 30 Minuten angelangt. Ja, das lief jetzt doch... schwieriger als gedacht. Mana nicht ausreichend. Habe ich jetzt Mana bekommen? Schon mal alle hinüber. Da habe ich so das Gefühl, dass ich damit mehr Damage mache als damit. Ich bleib hier mal dabei. Ich guck einfach mal, wie es läuft. Da habe ich das Gefühl, mit der kritisch richtig häufig und das wird richtig super. Super. Wunderbar. Alter, was geht denn hier ab? Yo. Na, das nenne ich mal Kraftunterschied. 90 Schaden mit einer normalen Treffer und 800 mit einem Crit. Ich kann nichts mehr tragen.
Nein, wir sind voll. Na gut. Was haben wir denn hier? 406 Schaden. Alles, was über 400 Schaden... ist 400 Schaden nicht über... Boah, der Bogen sieht so geil aus. Ah! 7%. Plus 1 Chance. Oh, der ist natürlich super. Speedy Reiterbogen. 7% schnellerer Angriff. Oh, der ist super. Der ist eigentlich richtig geil. Den möchte ich nicht weghauen. Aber die Schwarzfaust-Arkanenbuchse wäre natürlich super. Na gut, dann ist das halt so, was weg muss. Irgendwann muss man sich von Sachen trennen. Nein! Die eine Sache hätte er doch noch mitnehmen können. Das war schon wieder zu knapp. Ich muss echt auf meine Gesundheit achten. Das vergesse ich voll die ganze Zeit. Ich wollte eigentlich nur diese Rolle jetzt hier schnell fertig machen, aber mittlerweile... Mana nicht ausreichend. Nicht genug Mana. Gut. Ich habe es irgendwie gemeistert. So, was haben wir denn hier? Ich kann nicht. Na super, kommst du einmal mit dem Ellenbogen an und dann ist der ganze Shit schon wieder da. 202. 33 Rüstung. 34 Rüstung, das ist alles für die Katz. Das ist alles. Ist okay, das sind jetzt keine schlechten Sachen. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber wir haben halt bessere gerade aktuell an. Das sieht so aus, als würde hier irgendwas kommen. Aber es kann natürlich auch nur sein, dass es der Dungeon ist. Haben wir es geschafft? Das wäre super. Das wäre echt super, weil mittlerweile. Puh! Die Dinge sind anstrengend geworden. Das ist nicht immer so easy peasy lemon squeezy. Arschlecken. Ah, super. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Wunderbar. Kann ich auch noch mal was essen? Ich habe nämlich Hunger. Stärke 11. Stärke 12. 24, 27. Gut. Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. So, das wird nämlich jetzt ganz interessant. Die läuft nämlich jetzt rum. Und in der Stadt trifft sie mich und hat die ganze Sache Sachen schon verkauft. Wunderbar. Super. Ich gehe zu diesem Ork. Er kann zwar die Pistole kaputt machen, aber ich hätte gerne die Steine wieder. Ich verschwende deine Zeit nicht. Ich habe deine Dienstleistung käuflich erworben. So, Waffe. So, Bonus auf Stärke. Rüstungsschmuck, okay. Das ist das hier. 4 Gesundheit, 2 Gesundheit, okay, ich verstehe. Was haben wir hier? Feuerschaden, also ein roter Glutstein. Okay, dann kann der hier weg. So. Okay, stimmt. Bei dem haben wir schon gesprochen. Das ist. Das passt. Gegrüßet seid ihr. So, hier habe ich noch mal ein bisschen was gekauft. Ich würde gerne gucken, was das halt noch bringt, aber ich glaube, meine Buchse ist so verzaubert, dass ich da. Habe ich die nicht verzaubert? Ah, neuer Sockel, wunderbar. Was kann ich für Sie tun? Da
Das Glück ist ihnen hold. Neue Verzauberung. Chance auf Kritisch-Treffer. Glück ist auf ihrer Seite. 26 Eis. Guten Tag. 57 körperlichen Schaden, Feuerschaden und Chance auf Crit-Treffer. Sie haben kein Glück. Nichts geschieht, ist kein Problem. Nichts geschieht, okay, das ist ärgerlich, aber es ist okay. Glück ist auf ihrer Seite. Neue Verzauberung und lass mich raten, jetzt habe ich nicht genug Kohle. Machen Sie es gut. Macht aber nichts. Ich habe einen Sockel hier. Die Frage ist, was will ich denn da drauf legen? Eigentlich Gift. Mache ich mal die Gift hier rein. Was haben wir hier? 12 Gesundheit, 24 Gesundheit. Das passt halt nicht. Wunderbar. Aber ich denke mal, mit dem Inventar kann man dann auf Reisen gehen. Und beim nächsten Part würde ich einfach nochmal hier die Karte machen. Und gucken, wo die mich wieder hinführt. Und dann können wir mit der Hauptstory weitermachen. Ob das wohl besser ist, wenn ich zum Beispiel hier, weißt du, ich gehe jetzt hier am Friedhof, mache die Kartenrolle an und komme dann in einem dementsprechend passendes Gebiet rein. Das wäre, glaube ich, super. Naja, müssen wir mal schauen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao mit V.